Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespiel Dungeon Rushers. Das heutige Spiel. Und halt wie Dungeon Rushers halt schon heißt, Dungeon. Es gab glaube ich irgendwo. Ne, die kommt erst danach, diese kleine Story. Wir haben hier schon mal so eine kleine Übersicht. Hier haben wir so ein paar Shop-Hoops. Können wir noch nicht Workshop, können wir noch nicht Workset, können wir auch noch nicht und Arena, können wir auch noch nicht Taverne, können wir theoretisch schon. Das sind Freundschaftsanfragen anscheinend. Popular Dungeons. Und die kann man sich halt, das sind also auch, hier wurde also von der Community auch teilweise Dungeons erstellt, die man sich runterladen könnte. Und die man dann spielen könnte. Aber habe ich jetzt keine runtergeladen. So, ja, wir haben hier Elian. Ist ein Typ. 12 Leben, also sie haben ein paar Charakter-Sets, haben wir hier, immun gegen und Effekte und so weiter. Und hier haben wir jeweils einen Ausdauertrank. Ein Mana-Trank und ein Heiltrank. 10, 5 und 7 jeweils. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal die Kampagne. Und gucken, was hier so abgeht. So ein bisschen Text. Elian hat genug von dem täglichen Grinden. Also Grinden hat sowas dauerhaftes Abfarmen, bis man immer wieder das gleiche Abfarmen, bis man irgendwas Bestimmtes bekommen hat. Alles Arbeit, kein Spaß, kein Spiel. Er ist fertig damit. Und jetzt hat er die Entscheidung getroffen. Er wird der noblen Community eventuell beitreten, der Dungeon Looter. Ja. Und da sind wir eigentlich schon, das ist das Spielfeld. Und jetzt müssen wir. Wir haben ja immer bestimmte. Ihr seht ja die ganzen Felder. Das ist das gesamte Spielfeld. Wir können uns hier nur in eine Richtung bewegen, hier unten. Dann haben wir noch eine Fähigkeit. Pathfinder Reveals, also so, sichtbar machen. Die Räume in zwei Quadraten, ich glaube, ja, wird bestimmt schon ein bisschen was machen. Kostet 3 Stamina, also 3 Ausdauer, wenn ich jetzt weiß, was ich mache, dann haben wir hier unten noch 3 Bonus-Challenges. Alle Gegner besiegt, alle maximal 3 Fähigkeiten und alle Events. Also alle Ereignisse getriggert oder inspiziert. So, jetzt können wir hier oben und nach unten lang laufen. Dann habe ich irgendwo meine Ausdauer. Ich glaube, die habe ich unendlich, oder? Wenn ich hier lang laufe, genau, hier steht es nämlich 8 Ausdauer. Und dann kommen wir auch nach unten. Und da haben wir den ersten Gegner. Keine verfügbaren Fähigkeiten für diese Gruppe der Gegner. Ein Skelettkrieger immun gegen Bluten. Und dann würde ich sagen, kämpfen wir einfach mal gegen den. So, wir haben hier theoretisch drei Fähigkeiten, die wir benutzen könnten. Einen kann ich nur benutzen. Perforation, normaler Angriff halt. Und jetzt wird er wahrscheinlich angreifen, genau. Und dann haben wir nochmal, bam, ist tot. 10 HP hatte der Skelettkrieger gehabt. 15 Erfahrung kriege ich 2 Gold, einen Knochen und ein Eisenschwert bekomme ich. Level 4 ist, nee, Level 1 ist erforderlich. Plus 1 Schaden und 5% blocken, glaube ich. Müsste das sein. Ja, so, hier haben wir das Eisenschwert gefunden. Was habe ich denn hier? Sieht aus wie eine Klobürste. Ich würde sagen, zack, das legen wir uns an. Da sind wir ein bisschen stärker. Hier haben wir jetzt 6 plus 1, ne? Hier haben wir plus 1 und das ist ganz normal. Das ist einfach eine ganz normale Waffe. Und den Knochen, useful for crafting. Also kann man die auch craften. Das können wir hier, die Skills, die wir noch haben. Perforation, das hat man das, was wir gerade hatten. Da haben wir noch Precision Shot, wenn wir den Bogen haben. Oder Poison Blade, vermutlich, wenn wir irgendwie giftmäßig noch was geskillt haben. Hier Talente vielleicht. Irgendwie so. Da müssen wir auf jeden Fall noch machen, wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang. Ein Event. Dann haben wir ein Fass gefunden. Ich würde sagen, das inspizieren wir doch einfach mal. Okay, unser Mana wurde um 3 aufgerüstet. Oder plus 1 Mana pro Runde und 3 Runden hält das Ding. Zack. Zack. Ich glaube, jetzt ist die Fähigkeit schon weg, ne? Ja, gleich gehen wir wieder. Wir haben gerade ein bisschen miteinander gequatscht. Ah ja, okay, jetzt kriege ich das Mana wieder. Ah, zack. Warum mache ich trotzdem nur 5 Schaden? Ist ja Betrug. Bam. Obwohl ich eigentlich schon 7 Schaden habe. Keine Items, aber allerdings wieder 2 Gold dazu bekommen. Oh. Das scheint der Boss zu sein. Skeleton Warlock. Kann ich das auch
nicht angreifen. Vielleicht erstmal einen Heiltrank trinken. Wobei, lohnt sich irgendwie noch nicht so wirklich. Gucken wir mal. Pile of Bones, also so ein Knochenhaufen, und dann der Skeleton Warlock. Ich kann nur aufkämpfen, ich kann nichts anderes machen. Hey, you can't reach me. Ja, weil da ein Knochenhaufen im Weg ist. Und jetzt kann ich meinen Bogen benutzen. Die zweite Fähigkeit, Precision Shot. Piu! Und solange er mich nicht tötet, ja. Achso, okay, wir können natürlich auch eine Potion benutzen, das ist auch möglich. Trink! Okay, er will nicht trinken. Er will wirklich nicht trinken, warum nicht? Okay, funktioniert nicht, warum auch immer. Sollte aber trotzdem tot sein. Das ist also völlig egal hier. Ja, eigentlich hätte ich trotzdem gerne den Trank getrunken, einfach um zu testen, ne? Aber. Rechtsklick vielleicht. Also jetzt ging es mit Rechtsklick. Not now, okay. Ne, ich möchte es noch nicht lieben. Hier unten haben wir nämlich noch ein Dings fertig. All Events inspected. Also muss hier noch was sein, genau. Ein Knochenhaufen noch einmal und wir haben bekommen Wasser, eine Schnur, einen Faden, weiches Leder und einen Schädel. Alles useful for crafting, sehr nice. Und damit haben wir alle Fähigkeiten, alle Bonus-Challenges abgeschlossen. Badam! Und hier sehen wir, normalen Modus haben wir abgeschlossen, alle Monster getötet, alle Events inspiziert und alle, inspected, ja, so, untersucht und alle drei, maximal drei Fähigkeiten. Verstehe ich immer nicht, was das heißt. Wir haben einen Feinstone bekommen und Eisen. Und einen Stein und Eisen, aber bekommen wir nochmal 10 Gold aus der gesamten Kiste. So. Genau, das haben wir anscheinend schon gemacht. Heroic Mode gibt es später auch noch. Ja, durch den Heroic Mode ist es halt wesentlich schwieriger geworden. Gehen wir mal ganz kurz raus hier. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, Treasure already open. Also für jeden Dings gibt es immer eine Schatzkiste. Bonus Challenge, maximal 3 Potions. Keine Trap triggern. Und 100% des Dungeons aufgedeckt, glaube ich. Ja, wir haben ganz, ganz viele Level vor uns, wie ihr ja seht. Ja, eigentlich will ich jetzt in den Dungeon gehen, aber er ist anscheinend in der Taverne gelandet. Und der Barkeeper, der möchte dem jetzt was zu trinken aufschwatzen, weil er es nicht mag, wenn Leute reinkommen und nichts kaufen. Zu viel Text. Jetzt keine Lust, alles zu übersetzen. Und wir haben einen zweiten ins Team bekommen, Thorgrim. Ja, wir können ja, wir haben ja auch Stamina verschiedene, aber lassen wir erstmal. Zack. Zack. Dürfen natürlich keine Trap triggern. Skeleton Warrior, okay. Piu. Oh, mit seinem Hammer. Ah, oh, der ist noch nicht tot. Und jetzt der Gegner. Hier oben sieht man das immer. So, wer nach und nach dran ist. Und er hat auch ein bisschen Erfahrung bekommen. Wunderbar. Thorgrim, ein kleiner Zwerg. Und schon wieder ein Skeleton Warlock, allerdings diesmal nicht hinter einem Dings versteckt. Guck mal, kostet das mal. Das kostet sogar Mana, ja. Ah ja, interessant. Der Precision Shot kostet Mana, jetzt ist er dran. Bam! Und wieder einen magischen Knochen haben wir diesmal bekommen, sehr schön. Ich habe das Gefühl, es ist eine Falle. Oder auch nicht. Pathfinder, so ja, ein bisschen machen wir mal raus hier Stamina. Bam. Was ist das? Au, was war das? Eine Falle. Poison Trap, eine Vergiftungsfalle. Okay, wir sollen die anscheinend deaktivieren.
Saboteur. Ansetzt in Mechanical Trap, kostet 5 Ausdauer. Oder er geht zuerst, triggers a trap und also dann kriegt er halt den Schaden. Das heißt, er geht vor sozusagen als Tank. Und er kriegt halt nur alleine den Schaden ab. Also das würde halt eine mechanische Trap sein, mit Giftpfeilen. Targets sind 2 Ziele und Damage minus 1 Leben. Und Poison 2 Damage pro Turn und 3, also 7 Leben insgesamt verliere ich dadurch. Deswegen machen wir nur das und entschärfen die Falle. Da haben wir den nächsten Gegner, schon wieder ein Skelet Lancer. Oh, der hat auch viel Leben. 13 Leben. Okay. Er hat jetzt den Thors Hammer oder Thors Schlag, ja. Oh, cool. Das stunt den Gegner. Heißt also, der Gegner kann jetzt für eine Runde nichts machen. Dafür kann ich wieder angreifen und der sollte jetzt tot sein schon. Wunderbar. Freut mich. 15 Erfahrung. Wir haben einen Broken Spear und einen Small Lanyard bekommen. Also so einen Anhänger, so ein Halsdingensen. Zack. Nee, das ist kein... Doch, das ist ein Belt. Ach, Level 2 wird benötigt dafür. Alles klar. Mann. Ah, guck mal hier. Exploration Abilities. Hier steht jetzt. Pathfinder, Saboteur und Passive später. Ich kann eine einhändige Waffe während des Bogens noch tragen. Okay. Okay, das scheint wie eine Falle auszusehen, meinte er. Aber hier hinten ist ja auch noch was. Skeleton Warrior, Skeleton Warlock. Au. So, er scheiße erst dran. Sollte eigentlich schon tot sein danach, oder? Ja. Sehr schön. 22 Erfahrung, wieder einen Knochen bekommen, 6 Gold. Und das Ding ist immer noch nicht erledigt. Okay, ein Mensch. Willkommen, Wanderer. Okay, er hat uns einen Trank gegeben. Ach, guck mal, läuft automatisch dahin, ist ja schön. Sehr merkwürdig. Guck mal, keine Trap getriggert, wunderbar, wieder einen Faden, Wasser und Asche bekommen. Asche? Müsste Asche sein. Wo da eigentlich ein Holzding mit einem Stückel Gras drauf ist. Nun gut. Da haben wir das nächste Ding erledigt. Alle Monster besiegen, keine Ability benutzen und alle Events untersuchen. Okay. Zu viel Text. Können sie sich sparen zwischendurch. Sollten sie auch. So, wir haben wieder alles voll, wunderbar. Also Leben, Mana und Stamina kriegen wir alles wieder, sobald sobald wir einen neuen Dungeon betreten. Regeneration von Leben. Und zwar, 2 Leben haben wir wieder bekommen, sofort. Sollten wir uns also für die nächste Zeit merken. Sowas bringt uns Leben wieder. Uah. Okay, er hat eine Dings, so eine Giftflasche gefunden oder bekommen. Na, aber ungern auf ihn. Das bringt jetzt nicht wirklich viel, wobei doch das hätte was gebracht. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ja, das Gift wäre besser gewesen. Aua, ich brenne, ernsthaft? Ich brenne, du Wichser. So ein Bastard. Er burnt mich. Oh, ich bin gleich tot. Ja.
Hätte ich mal doch den Dings benutzt. Ein Leben habe ich noch. Na gut, dann werden wir mal einen Trank schlürfen. Magical Protection. Guck mal, ich brenne immer noch. What the fuck, Alter? Was für ein dämlicher Magier. Oh, ein Crossbowman, ein Armbrustschütze. Boah, die können sich das Quatschen echt sparen, ohne Witz. Ich finde, das ist ein bisschen nervig. Was? Beide? Ach nee. Das war was anderes gewesen. So, hier, komm, stirb. Okay, nicht mal Dingst. Doch, ist er. Er ist Dingst gewesen. Ihr wisst schon. Dingst einfach. Gestunt. Alter, könnt ihr mal aufhören, jetzt mal mein Dings anzugreifen, ihr Penner? Was ist euer Problem, Mann? Ich habe extra einen Tank in meinem Team, ihr Spackos. So, wir haben ein Level abbekommen. Und zwar für beide. Damit können wir bei den Talenten jetzt ein bisschen was machen. Hier haben wir für Nahkampf, hier haben wir für Fernkampf und das ist allgemein gehalten. Immune to Weakness. Oh ja, okay. Reduce the cost of Saboteur, minus 1. Ja, ich würde sagen, machen wir das hier. Einmal höher. Oh, sogar 2 Punkte hatte ich, das ist ja cool. Ein Leben habe ich noch, das ist ja cool. Bam. Ja, 2 Punkte jetzt dafür. Perforation habe ich jetzt geskillt. Und was haben wir hier Schönes? Passive Ability Dwarf Constitution Unlocked macht was? Okay, er ist immun gegen Betrunken. Eigentlich ist er ein Tank, aber die greifen ihn ähnlich an. Das ist ja das Dumme daran. Can't be drunk after drinking a beer. Passive, ne? Das ist ja cool. Okay, irgendwas verkaufen hat gezählt. Habe ich den beim Zählen unterbrochen? Oh, hier ist aber viel. Eine Kiste. Eine Überraschung. Damage. Gegner. Ey, das Ding bringt immer noch. Das ist ja unglaublich. Okay, wunderbar, ist vergiftet. Alter, immer noch 4 Runden? Willst du mich verarschen? Das war vor 10 Runden noch in 4 Runden. Feuer ist so heftig hier, ey. Bestimmt irgendwo noch eine Falle. Was haben wir hier? Oh Mann, okay, ein Monster gibt es ja irgendwo noch. So, wir haben eine Acid Bath. Ein Säurebad. Ja, unser Armor wird zerstört. Wir kriegen zwar keinen Schaden, allerdings wird unser Armor zerstört. Also 50% physische Resistenz kriegen wir weniger. Werden wir natürlich sabotieren, das Ding. Ganz klar. Und hier müsste irgendwo noch ein Gegner sein. Da ist er. Crossbowman. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als zu fighten, oder? Na, jetzt ist er wieder zuerst dran. Bam! Und wir haben wieder etwas Zeug bekommen. So, und dann immer noch ein Gegner hier irgendwo. Irgendwo muss immer noch ein Gegner sein. Guck mal an hier, oder? Ah, wir sollten keine Fähigkeiten benutzen. Gut, ja, ich wollte jetzt aber auch nicht unbedingt. Wobei hätte man eigentlich können, ne? Dass die Arme einfach zerstört wird. Oder 50% ist nicht so wild. Egal. So, jetzt haben wir den Bonus-Challenge allerdings nicht erfüllt. Ich weiß doch nicht, was passiert, wenn wir es nicht machen. Ich krieg trotzdem Zeug. Hier haben wir ein Gras. Ein Pilz. Und rohes Fleisch. Alles fürs Craften. Und hier mal einen kleinen Shop. Ja, ne? Bei der Frau kann man jetzt theoretisch was kaufen, verkaufen. Can't be sold, okay. Aber da alles nützlich fürs Crafting ist, können wir auch nichts davon verkaufen. Wir können jetzt allerdings hier was kaufen. Wir haben wie viel? 137 Münzen. Ein Eisendolch. Shop Gambling. Gambeln wir mal. Ich habe ein Eisenschwert gewonnen. Ui. Purifying Potion. Und rohes Fleisch. Naja. War jetzt nicht so doll, ne?
Wo denn übrigens? Ich weiß gar nicht. Ich habe auch gar nichts bekommen, oder? Tja. Wo sind die alle mit dem Shop? Kann man jetzt um hier unten, kann man in den Shop nochmal rein? Ah ja, doch, jetzt habe ich alles dazu bekommen. Kann er was tragen? Eine Waffe kann er tragen, ja. Level 2 hätte ich jetzt theoretisch, dann werde ich das mal ihm geben. Gut. So, und hier haben wir jetzt halt noch nicht die... Nee, also das mit der Bonusstation ist völlig Latte. Doch, hier sieht man es hier, die drei Kristalle da drin. Und hier oben haben wir eine Flagge jetzt drauf. Also hier müssten wir noch was Theoretisches machen. Ja, ihr seht, das ist eine relativ große Karte. Also da werden sicherlich viele, viele, viele Level dahinter sein. Und da kann man halt nochmal im Heroic-Mode das alles durchmachen. Tja, und da kann man halt noch unterschiedliche Karten aus dem Steam Workshop sich holen. Also ist auch nicht schlecht. Kann man noch eine ganze Menge andere Karten spielen, wenn man darauf Lust hätte. Ups. Weiß doch nicht, was das Ding macht, aber gut. Okay, meine lieben Freunde, das aus Gilsenmann gespielt zu Dungeon Rushers. Ja. Gewöhnungsbedürftig. Jetzt nicht so mein Lieblingsspiel. Hat so ein bisschen was von Mobile-mäßig irgendwie so ein bisschen. So, von der Steuerung könnte es ja wirklich Mobile-mäßig sein. Und so vom Aussehen her. Aber gut. Ja, der Link zum Steam-Spiel in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Angespielt. Ciao.